Introducing to you first, fighting out of the blue corner on my left, wearing blue trunks, joining us from Cebu City in the Philippines, he weighed in at 107.5 pounds. With a record of 40 wins, 4 losses, and 2 draws, he has 24 wins coming by way of knockout. Please welcome the WBO number one junior contender in the world, introducing Andy Tabanez. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 12-round vacant championship bout, wearing red, white, and blue trunks, hailing from Vieques, Puerto Rico, he weighed in at 107 pounds even. With a record of 19 wins, 2 losses, 1 draw, he has 10 knockouts. Please welcome the former Fecker Box champion, introducing Nelson Dieppa. Once again, Arthur McGathy is our referee in charge. Now to give instructions, 12 rounds of action scheduled. Good evening. You received your rules by the New York State Employee Commission earlier that night. Let's have a nice clean fight, touch gloves, and good luck to the both of you. Kurze, aber dennoch klare Instruktionen von Arthur Mercante Jr. Also, die Weltmeisterschaft im Halbfliegengewicht. 108 amerikanische Pfund oder umgerechnet 48,988 Kilogramm. Beide hatten mit diesem Limit kein Problem. Tabanez 48,7 und Dieppa 48,5 Kilogramm. Wozu George Foreman gesagt hat, 48,5 Kilogramm. Das ist das Gewicht meines durchschnittlichen Abendbrots. Blaue Hose also Andy Tabanez. Und er gilt als Favorit in diesem Duell. Er ist kleiner, insgesamt 5 cm, aber hat die sehr viel stärkeren Leute geboxt, die größere Erfahrung. Hat gegen den besten Mann in diesem Limit, gegen Ricardo Lopez geboxt, in der 12. Runde verloren. Damals um den WBC-Titel, aber gegen Ricardo Lopez überhaupt in die 12. Runde zu kommen, ist aller Ehren wert. Danach ein Unentschieden gegen Manny Melchor. Hat er dann in einem Rematch geschlagen. Und zuletzt Siege im Jahr 2000, vor allen Dingen in Asien, also gegen schwer aussprechbare Namen. Das Publikum natürlich hier mehr auf der Seite von Nelson Dieppa. Es gibt hier eine ganze Menge Puerto Ricaner in New York, klar. Und die feuern natürlich Felix Trinidad an, den Junior. Und sie feuern demzufolge natürlich auch den Vater an und demzufolge auch Nelson Dieppa. Ein guter Versuch von Tabanez, auch wenn das vorbeiging. Das ist das, was man eigentlich erwarten darf, dass er sich noch kleiner macht und versucht heranzuschieben, dann mit seinen Haken zu arbeiten, während der Mann mit der längeren Reichweite, Nelson Dieppa, natürlich versuchen muss, erstmal alles in Ruhe mit der Führhand aufzubauen. So ähnlich wird das nachher auch im Kampf sein zwischen Hopkins und Holmes. Rechte. Und der linke Haken zum Körper. Wenn man davon ausgeht, dass der Kampf vielleicht über die volle Distanz von 12 Runden gehen wird, dann ist diese Taktik, zum Körper zu gehen, keine schlechte Idee. Es kam der linke Haken ins Ziel von Andy Tabanez im Rückwärtsgang. Und Arthur Mercante zählt das nicht als einen Niederschlag. Er sagt, du hast nachgeschlagen, also nach dem Break-Kommando. Aber was ist da los bei Nelson Dieppa?
Maxim Gorres, der Cheftrainer von Andy Tabanas. Da war die rechte, dann kam die Umklammerung, es kam das Break-Kommando und der linke Haken. Also da war mit Sicherheit auch ein bisschen Schlagwirkung dabei. Da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht für Nelson Jeppa. Für Sie noch der Hinweis, wie es hier weitergeht. Also der Mittelgewichts-WM-Kampf wird gegen 5 Uhr deutscher Zeit anfangen. Also eine halbe Stunde können Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie nochmal zurück ins Bett gehen oder Kaffee kochen. Sie sollten vielleicht aber hier dranbleiben. Das kann ein hochinteressantes Duell werden. Aber nur, dass Sie für sich die Planung haben. Also 5 Uhr ist der Zeitplan, der uns hier gegeben wurde. Auf jeden Fall die rechte bei Nelson Jeppa jetzt sehr viel höher als in der ersten Runde. Schon ein bisschen vorsichtig geworden wegen des linken Hakens. Links-Rechts-Kombination, das ist das, was Nelson Jeppa jetzt immer mehr versucht in dieser zweiten Runde. Und Tabanas wartet ab. Und er variiert mit der rechten. Die kommt mal auf der Innenbahn und manchmal so als Halbhaken ein bisschen mehr über die Außenbahn geschlagen. Und vor allen Dingen die letzte, also diese Außenbahnrechte, die trifft sehr gut. Sekunden. Das deutlich hörende Klopfzeichen und da war der Gong. Also der Funke von diesem Kampf springt noch nicht wirklich hier ins Publikum über. Aber jetzt wieder, jetzt kommt nämlich das Nummerngirl hier in den Ring. Alle vom Playboy ausgewählt und auch im Playboy-Kostüm. Und da hört man jetzt zumindest vereinzelt Regungen hier im Publikum. Tabanas, der amtierende Asien- und Pazifikmeister des Verbandes WBO. Und Nelson Jeppa ist karibischer Meister.
Nochmal die Ermahnung von Arthur McCante Jr. Beide sollen aufpassen. Es gab schon mal eine Ermahnung wegen eines etwas zu tief angesetzten Schlages. Dann gibt es die Ermahnung wegen der Köpfe, weil beide immer mit den ungeschützten Kopfpartien da einfach nach vorne marschieren. Nachdem gerade also die übergreifende Anweisung, keep it clean, bleibt hier sauber. Gute Rechte. Und diese Gestik da von Taban, das war so zu deuten, da war ein Kopfstoß vorher. Ja, nachgeschlagen nach dem Break-Kommando, also sich erst beschweren über den unsauberen Gegner und dann selbst was Unsauberes machen, das ist auch nicht die feine philippinische Art. Jetzt schlägt Jeppa nach, also ich glaube, hier wird mal ein Punktabzug fällig, zumindest mal eine sehr viel eindringlichere Ermahnung. Und wieder die Rechte. Gefällt mir gut von Nelson Jeppa. Die kommt häufig und die kommt gut. Und das ist jetzt natürlich die Distanz, die Andy Tabana sucht und die er nur selten genug findet. Und deshalb versucht er sie zu nutzen, auch mit unsauberen Mitteln. Wenn er dran steht, dann müssen die Haken kommen. So aus dieser Distanz, am besten die zum Körper. Maxim Gores, Alberto Villaver und Leon Panuncio. Also das waren deutliche Anweisungen, weiter zum Körper gehen. Hier war noch mal die Szene, wo die Rechte kamen. Na, da war der Kopfstoß, klar. Und da war erst die Rechte. Also, da sind sie erst beide mit den Köpfen aneinander gestoßen und zwar heftig. Und das hat Andy Tabanas mehr durcheinander gebracht als die nachfolgende Rechte. Kniet da in seiner Ringecke, bekreuzigt sich noch mal. Ein altes philippinisches Ritual. Er steht auch so, wie man das von den Asiaten oder von den asiatischen Boxern gewohnt ist. Die kommen ja alle aus dem Thai-Boxen, aus dem Kickbox-Bereich. Und das ist dann genau diese Stellung. Es wird ein bisschen wilder, aber es wird noch nicht sehr viel besser. Der kleine Mann, Tabanas wühlt sich da rein und Jeppa drückt runter.
Worte an die Adresse von Jeppa. Körper ist alles, was über der Hose ist, nicht runter. Also zumindest nicht im Boxring. Also den Schönheitspreis gewinnt dieser Kampf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Da wird viel gehalten, viel geschoben. Und ich glaube, Nelson Jeppa, der könnte das hier deutlicher gestalten, besser, aus seiner Sicht besser machen, indem er einfach sich mehr auf seine boxerische Linie verlässt und mehr mit der Führhand arbeitet. Aber er lässt sich da auf diesen Schlagabtausch ein, auf die Schlagkombinationen, auf die Hakenserien von Tabanas. Und ich weiß nicht, ob er da gut beraten ist. So, wieder beide mit den Köpfen. Gut dazwischen gesprungen von Arthur Mercante Jr. Man hatte hier in der Woche so ein bisschen den Eindruck, das Team von Andy Tabanas geht davon aus, dass man sich diesen WM-Gürtel hier eigentlich nur abholt und dass Nelson Jeppa kein wirklicher Gegner sein würde. Das war wohl die Vermutung. Und man kann jetzt hier auf jeden Fall deutlich erkennen, so leicht wird das auf keinen Fall. Versucht irgendwie ranzukommen, sich reinzudrehen. Andy Tabanas will zum Körper, aber Jeppa dreht und windet sich mit, hält dann den Ellbogen vor die Körperpartien. Dann versucht es Tabanas mit dem Aufwärtshaken und beide immer ganz nah mit dem Kopf beieinander. Hoffentlich gibt es da keine bösen Verletzungen. Die fünfte Runde. Mighty Might, die mächtige Maus, Andy Tabanas, 1,57 Meter. Die kleinsten Boxer, die je Weltmeister waren, waren so 1,48 Meter. Also ein bisschen Spiel ist da noch, aber man sieht, es gibt auch größere Leute. 1,62 Meter ist für das Halbfliegengewicht schon bei einer Kategorie Bohnenstange. Die Lücke ohne Kontermöglichkeiten zu bieten. Andy Tabanas versucht ranzukommen. Ab und zu kommt jetzt die Führhand und er wartet dann auf die erste Aktion von Nelson Jeppa und dann springt er ran. Also mächtige Maus, eher eine Springmaus. Go ahead.
Kleiner Schwächeanfall bei Andy Tabanas. Gute Kombination jetzt von Nelson Jeppa. Er bereitet immer ganz gut vor mit der Führung, aber er kriegt dann die Rechte nicht unter. Und das liegt daran, weil er den vorderen Fuß nicht umstellt. Er bringt sich da selbst in eine eigentlich gute Schlagposition und nimmt sich dann selbst wieder die Möglichkeit, wirklich voll zu treffen, weil er dann überdreht ist in der Hüfte und einfach den Schlag nicht ins Ziel bekommt. Am Ende war es besser, wenn er die Rechte mehr als Haken schlägt, dann kommt sie durch. Was sagt Don Felix, Papa Trinidad? Ähnlich unsauber, ähnlich unspektakulär verlief der Kampf von Tabanas gegen Fallan Sakirin. Und das war am Ende ein Unentschieden. Ich will hier nichts beschreien. Aber es ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, diesen Kampf hier bislang zu werten. Melvina Lathan, William Hutt und Chick Hill. Das sind die drei Punktrichter. Nur wenn er nah dran steht, kommen die Kombinationen von Tabanas. Ansonsten bleibt das Stückwerk. Einzelaktionen und da könnte Jeppa sehr viel mehr draus machen. Der Nachname, zumindest von der Lautschrift her, ist da ja beinahe Programm. Jeppa, den Jepp bringen, die Führhand schlagen. Wieder so die Situation mit der Schlaghand, die nicht durchkommt, die nicht ins Ziel kommt. Und da hat man deutlich gesehen, wo die hingeht. Über die linke Schulter von Tabanas. Das ist genau der Punkt. Dann den Fuß umsetzen. So ein Minimalschritt, ein Ausfallschritt mit dem vorderen Fuß nach links von Nelson Jeppa. Und schon kommt die rechte voll ins Ziel. Und das zeigt Felix Trinidad Senior auch an in der Ecke. Er hat da diesen Fußschritt vorgemacht. Und man wird sehen müssen, ob Jeppa das wirklich umsetzen kann. Publikum nicht allzu begeistert von diesem Kampf, schaut lieber ein bisschen zur Seite und guckt, welche Prominenten hier wieder einlaufen. Man erwartet unter anderem auch noch Puff Daddy und einige andere Rapper. Sepp Judah soll auch noch kommen. Der Mann, der hier eben so ein bisschen begrüßt wurde, das war William Joppy, der WBA-Weltmeister im Mittelgewicht. Also der Mann, der nachher natürlich ganz genau auch hinschauen wird, wie sich die Herren Hopkins und Holmes schlagen. So, Ende der sechsten Runde, Halbzeit. Also vom Gefühl, würde ich sagen, liegt zum Zeitpunkt des jetzigen Punktestandes Nelson Jeppa vorne. Also das würde bedeuten, Andy Tabanas hinten. Auch er soll häufiger mit der Führhand arbeiten.
und dann den Haken bringen, am besten den Aufwärtshaken. Yes, yes, sagt Cabanas. Ich verstehe das alles, ich weiß, was ich machen muss, aber wie soll ich das umsetzen? Seit einer Woche hier in New York. Und vielleicht gibt es ja auch keine klimatische Probleme. Also nochmal ein Blick auf den Kampfrekord. Cabanas, der Mann in der blauen Hose. 40 Siege, 4 Niederlagen, 2 Unentschieden. Und 24 seiner Siege durch K.O. Dreimal bislang um die Weltmeisterschaft geboxt. Zweimal verloren, ein Unentschieden. Und Nelson Jeppa, 19 Siege. Der Mann in der roten Hose, 2 Niederlagen, ein Unentschieden. Und 10 seiner Siege durch K.O. Es wurde hier auch über die Börsen geredet bei Jeppa und Andy Cabanas. Und beide erhalten eine Bruttobörse, wohlgemerkt, von etwas über 20.000 US-Dollar. Und das ist eine Weltmeisterschaft. Alle diese Runden, die so knapp sind, die schwer zu punkten sind, weil wenig passiert oder wenig Zählbares letztlich dabei rauskommt, die läuft Cabanas Gefahr zu verlieren. Gute Kombination jetzt mal von ihm. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann heißt der neue Weltmeister Nelson Jeppa, deshalb muss Cabanas mehr machen. Das sagt ihm sein Trainer auch und er sagt, Mensch, wie soll ich das umsetzen? Das ist eigentlich das, was der Trainer mal erklären sollte. Wenn es so darum geht, sich dahin zu setzen und zu sagen, Jab, Jab, bring die Führhand und du musst ihn einfach nur treffen, dann können eine Menge Menschen auch Boxtrainer werden. Und immer wieder dieses Szenario. War gerade kurz zu sehen wieder von Andy Cabanas in die Ecke gekniet, die letzten 10 Sekunden. Und dann nochmal mit den Fußsohlen das unterste Ringseil berührt.
da nicht durch, Tabanas. Wenn er dran steht, so wie jetzt, dann klammert Jepper gut und unterbindet da alle Möglichkeiten von Tabanas. Und man sieht es hier wieder, er ist dann auch halbherzig, Tabanas. Die Chance, auch für den Mann von den Philippinen, wäre da. Aber das ist auch so ein 5-Mark-Spruch. 5 Mark ins Sparschwein, eine Chance haben und eine Chance nutzen. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Versuch von Tabanas zum Körper durchzukommen und dann haben sie die Reaktion von Jepper gesehen, der direkt ansagte, hier, das war zu tief. Das stimmt natürlich nicht ganz, die Hose von Jepper ist sehr weit hochgezogen und das ist auch eine Sache, die ebenfalls nachher nochmal passieren kann im Mittelgewichts-WM-Kampf, der in so 25 Minuten beginnen wird. Da sagt man nämlich, dass Keith Holmes jemand ist, der gerne mal die Hose sehr hoch zieht. Bernard Hopkins hat gesagt, er zieht die meistens bis unter die Brustwarzen. Und das kann natürlich nicht sein, dass alles das, was da auf der Hose landet, dann direkt als Tiefschlag gilt. Und die Regel wurde hier nochmal ganz deutlich erklärt. Der Ringrichter vergewissert sich, wo der Bauchnabel ist. Und das wird er sich ungefähr merken. Und alles, was oberhalb des Bauchnabels oder der verlängerten Bauchnabellinie trifft, ist ein absoluter fairer Schlag. Hier sieht man es, die Hose schon etwas höher, als er das müsste. Und die Hose von Tabanas etwas tiefer, da schaut dann schon der Tiefschutz oben raus. Ja, wieder diese Situation, die Tabanas nutzen will, aber Nelson Jepper hält dann gleich oben. Und dann kann Tabanas nichts mehr machen. Schaut er noch mal in seine Ringecke an die Tabanas. Etwas zufriedener schaut man da schon, aber noch nicht hundertprozentig. Und der Trainer hat es nochmal vorgemacht. Die Haken müssen kommen. Die Haken mit links beim Reingehen und dann der Aufwärtshaken mit rechts. Come on.
das war die Situation, auf die die Ecke von Tabanas gewartet hat. Maxim Gores, Leon Panoncillo, und jetzt werden sie richtig wach. Jawohl, mach so weiter, reingehen und den linken Haken. Zweimal von Jeppa, aber beide Male nicht im Ziel. Dafür der Haken von Tabanas. Wieder dazwischen gesprungen. Arthur Mercante Jr. Also die Runde geht auf meinem Punktzettel an Tabanas, was immer das am Ende auch bedeuten wird. Wer hat mehr Kondition? Wer hat mehr Möglichkeiten zuzulegen? Wer hat vielleicht noch eine zweite Idee? Häufiger über die lange Distanz ging an die Tabanas. Aber das ist auch zum Teil schon lange her. Schon 1990 seine ersten 10 Rundenkämpfe. Zuletzt das besagte Unentschieden um diesen WM-Gürtel. Und Jeppa. Zuletzt ein 10-Runden-Kampf gegen Julio Coronel und davor die Punktniederlage gegen Will Grigsby und davor 3 Runden, 4 Runden, 8 Runden und ein 10-Runder, den er verlor. Sagt das vielleicht was aus über den konditionellen Zustand von Nelson Jeppa oder interpretiert man da zu viel in die nackten Zahlen? Gehen, da haben wir kurz mit dem Unterschenkel getroffen. Das sah ja fast aus wie ein Low-Kick bei Andy Tabanas. Hier wieder, das Bein kommt langsam etwas höher. Du musst mehr machen. Die letzten Runden musst du gewinnen. Sonst wird das hier nichts mit dem WM-Gürtel im vierten Anlauf für Andy Tabanas. Aber er kommt stärker. Er kommt hier besser in den Kampf. Also das, was er am Anfang vielleicht verloren hat auf den Punktezetteln, das kann er in den letzten Runden schon wieder einigermaßen wettgemacht haben. Und dann werden jetzt die letzten Runden hier wirklich entscheiden, wer den Gürtel mit nach Hause nimmt. Wieder ungeschützt mit dem Kopf nach vorne.
Er braucht immer ein bisschen zu lang für die Schläge. Nelson Jepper. Das, was er vorhat, ist gut, aber man merkt förmlich, wie er überlegt. Und dann die entscheidenden Bruchteile einer Sekunde zögert und wartet. Und dann ein bisschen Maß nimmt, ausholt. Und das ist genau die Zeit, die Anditer Bangers braucht, um sich darauf einzustellen. Ja. Runde 11. Die Weltmeisterschaft im Halbfliegengewicht. Der Titel ist vakant. 48,9 Kilogramm das Gewichtslimit. Rote Hose Nelson Jepper aus Puerto Rico und Anditer Bangers in Blau von den Philippinen. Tabanas 31 Jahre alt, Jepper 30 Jahre. Und der sehr viel erfahrenere Tabanas, der jetzt hier auch gerade durchkam. Mach weiter so, die Ecke ist aufgesprungen. Man ist wach geworden bei Tabanas. Maxim Gores, Alberto Villaver und Leon Abanoncillo, die stehen da jetzt und machen Schattenboxen. Das ist genau die Distanz von Nelson Jepper. Da kam die Führhand zweimal. Gute Vorbereitung für die Rechte. Und dann wegbleiben. Sobald Tabanas nach vorne springt, weggehen. Und er macht häufig den Fehler, dann stehen zu bleiben. Und das sieht nach einem schweren K.O. aus, wie der umgefallen ist. Andy Tabanas. Nein, der Mundschutz kommt raus, der Kampf ist aus. Voll reingelaufen. Voll reingelaufen. Und jetzt wird hier der Ringarzt gerufen, voll reingelaufen und gut, dass Arthur Mercante Jr. da gar nicht mehr gezählt hat, nur bis zwei oder drei. Und jetzt müssen hier die Ärzte kommen. Dr. William Lathan, Dr. Mike Fiorello, Dr. Steve Gelfman, drei Ärzte sind da. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Hoffentlich kommt der. Kombination, das ist das, was Nelson Jepper jetzt immer mehr versucht in dieser zweiten Runde. Und Tabanas wartet ab. Und er variiert mit der rechten. Die kommt mal auf der Innenbahn und manchmal so als Halbhaken ein bisschen mehr über die Außenbahn geschlagen. Und vor allen Dingen die letzte, also diese Außenbahnrechte, die trifft sehr gut. Ja.
Die letzten Sekunden, das deutlich hörende Klopfzeichen, und da war der Gong. Also der Funke von diesem Kampf springt noch nicht wirklich hier ins Publikum über. Aber jetzt wieder, jetzt kommt nämlich das Nummerngirl hier in den Ring. Alle vom Playboy ausgewählt und auch im Playboy-Kostüm. Und da hört man jetzt zumindest vereinzelt Regungen hier im Publikum. Der amtierende Asien- und Pazifikmeister des Verbandes WBO, und Nelson Djepa ist karibischer Meister. Nochmal die Ermahnung von Arthur McCante Jr. Beide sollen aufpassen. Es gab schon mal eine Ermahnung wegen eines etwas zu tief angesetzten Schlages. Dann gibt es die Ermahnung wegen der Köpfe, weil beide immer mit den ungeschützten Kopfpartien da einfach nach vorne marschieren. Und eben gerade also die übergreifende Anweisung, keep it clean, bleibt hier sauber. Rechte. Und diese Gestik da von Tabanas war so zu deuten, da war ein Kopfstoß vorher. Ja, nachgeschlagen nach dem Break-Kommando, also sich erst beschweren über den unsauberen Gegner und dann selbst was Unsauberes machen, das ist auch nicht die feine philippinische Art. Jetzt schlägt Jeppa nach, also ich glaube, hier wird mal ein Punktabzug fällig. Zumindest mal eine sehr viel eindringlichere Ermahnung. Und wieder die Rechte. Gefällt mir gut von Nelson Djepa. Die kommt häufig und die kommt gut. Und das ist jetzt natürlich die Distanz, die Andy Tabanas sucht und die er nur selten genug findet. Und deshalb versucht er sie zu nutzen, auch mit unsauberen Mitteln. Wenn er dran steht, dann müssen die Haken kommen. So aus dieser Distanz, am besten die zum Körper. Maxim Gores, Alberto Villaver und Leon Panuncillo.
Also das waren deutliche Anweisungen. Weiter zum Körper gehen. Hier war nochmal die Szene, wo die Rechte kamen. Na, da war der Kopfstoß, klar. Und da war erst die Rechte. Also da sind sie erst beide mit den Köpfen aneinander gestoßen und zwar heftig. Und das hat Andy Tabanas mehr durcheinander gebracht als die nachfolgende Rechte. Kniet da in seiner Ringecke, bekreuzigt sich nochmal. Ein altes philippinisches Ritual. Er steht auch so, wie man das von den Asiaten oder von den asiatischen Boxern gewohnt ist. Die kommen ja alle aus dem Thai-Boxen, aus dem Kickbox-Bereich. Und das ist dann genau diese Stellung. Es wird ein bisschen wilder, aber es wird noch nicht sehr viel besser. Ah, der kleine Mann, Tabanas wühlt sich da rein und Jeppa drückt runter. Nur wenn er nah dran steht, kommen die Kombinationen von Tabanas. Ansonsten bleibt das Stückwerk. Einzelaktionen und da könnte Jeppa sehr viel mehr draus machen. Der Nachname, zumindest von der Lautschrift her, ist da ja beinahe Programm. Jeppa, den Jab bringen, die Führhand schlagen. Wieder so die Situation mit der Schlaghand, die nicht durchkommt, die nicht ins Ziel kommt. Und da hat man deutlich gesehen, wo die hingeht. Über die linke Schulter von Tabanas. Das ist genau der Punkt. Dann den Fuß umsetzen. So ein Minimalschritt, ein Ausfallschritt mit dem vorderen Fuß nach links von Nelson Jeppa und schon kommt die rechte von ins Ziel. Und das zeigt Felix Trinidad Senior auch an in der Ecke. Er hat da diesen Fußschritt vorgemacht. Und man wird sehen müssen, ob Jeppa das wirklich umsetzen kann. Publikum nicht allzu begeistert von diesem Kampf, schaut lieber ein bisschen zur Seite und guckt, welche Prominenten hier wieder einlaufen. Man erwartet unter anderem auch noch Puff Daddy und einige andere Rapper. Sepp Judah soll auch noch kommen. Der Mann, der hier eben so ein bisschen begrüßt wurde, das war William Joppy, der WBA-Weltmeister im Mittelgewicht. Also der Mann, der nachher natürlich ganz genau auch hinschauen wird, wie sich die Herren Hopkins und Holmes schlagen. So, Ende der sechsten Runde, Halbzeit. Also vom Gefühl, würde ich sagen, liegt zum Zeitpunkt des jetzigen Punktestandes Nelson Jeppa vorne. Also das würde bedeuten, Andy Tabanas hinten. Auch er soll häufiger mit der Führhand arbeiten. Und dann den Haken bringen. Am besten den Aufwärtshaken. Yes, yes, sagt Tabanas. Ich verstehe das alles, ich weiß, was ich machen muss, aber wie soll ich das umsetzen? Seit einer Woche hier in New York
Und vielleicht gibt es ja auch keine klimatische Probleme. Also nochmal ein Blick auf den Kampfrekord. Tabanas, der Mann in der blauen Hose. 40 Siege, 4 Niederlagen, 2 Unentschieden. Und 24 seiner Siege durch K.O. Dreimal bislang um die Weltmeisterschaft geboxt. Zweimal verloren, ein Unentschieden. Und Nelson Jeppa, 19 Siege. Der Mann in der roten Hose, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Und 10 seiner Siege durch K.O. Es wurde hier auch über die Börsen geredet bei Jeppa und Andy Tabanas. Und beide erhalten eine Bruttobörse, wohlgemerkt, von etwas über 20.000 US-Dollar. Und das ist eine Weltmeisterschaft. Alle diese Runden, die so knapp sind, die schwer zu punkten sind, weil wenig passiert oder wenig Zählbares letztlich dabei rauskommt, die läuft Tabanas Gefahr zu verlieren. Gute Kombination jetzt mal von ihm. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, dann heißt der neue Weltmeister Nelson Jeppa, deshalb muss Tabanas mehr machen. Das sagt ihm sein Trainer auch und er sagt, Mensch, wie soll ich das umsetzen? Das ist eigentlich das, was der Trainer mal erklären sollte. Wenn es so darum geht, sich da hinzusetzen und zu sagen, Jab, Jab, bring die Führhand und du musst ihn einfach nur treffen, dann können eine Menge Menschen auch Boxtrainer werden. Und immer wieder dieses Szenario. War gerade kurz zu sehen wieder von Andy Tabanas in die Ecke gekniet, die letzten 10 Sekunden. Und dann nochmal mit den Fußsohlen das unterste Ringseil berührt. Kommt da nicht durch, Tabanas. Wenn er dran steht, so wie jetzt, dann klammert Jeppa gut und unterbindet da alle Möglichkeiten von Tabanas.
Und man sieht es hier wieder, er ist dann auch halbherzig, Tavanas. Die Chance, auch für den Mann von den Philippinen, wäre da. Aber das ist auch so ein 5-Mark-Spruch. 5 Mark ins Sparschwein, eine Chance haben und eine Chance nutzen. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Versuch von Tabanas zum Körper durchzukommen und dann haben sie die Reaktion von Jepper gesehen, der direkt ansagte, hier, das war zu tief. Das stimmt natürlich nicht ganz, die Hose von Jepper ist sehr weit hochgezogen und das ist auch eine Sache, die ebenfalls nachher nochmal passieren kann im Mittelgewichts-WM-Kampf, der in ja, so 25 Minuten beginnen wird. Da sagt man nämlich, dass Keith Holmes jemand ist, der gerne mal die Hose sehr hoch zieht. Bernard Hopkins hat gesagt, er zieht die meistens bis unter die Brustwarzen. Und das kann natürlich nicht sein, dass alles das, was da auf der Hose landet, dann direkt als Tiefschlag gilt. Und die Regel wurde hier nochmal ganz deutlich erklärt. Der Ringrichter vergewissert sich, wo der Bauchnabel ist. Und das wird er sich ungefähr merken. Und alles, was oberhalb des Bauchnabels oder der verlängerten Bauchnabellinie trifft, ist ein absoluter fairer Schlag. Hier sieht man es, die Hose schon etwas höher, als er das müsste. Und die Hose von Tabanas etwas tiefer, da schaut dann schon der Tiefschutz oben raus. Ja, wieder diese Situation, die Tabanas nutzen will, aber Nelson Jepper hält dann gleich oben. Und dann kann Tabanas nichts mehr machen. Schaut er noch mal in seine Ringecke an die Tabanas. Etwas zufriedener schaut man da schon, aber noch nicht hundertprozentig. Und der Trainer hat es nochmal vorgemacht. Die Haken müssen kommen. Die Haken mit links beim Reingehen und dann der Aufwärtshaken mit rechts. Die Situation, auf die Ecke von Tabanas gewartet hat. Maxim Gores, Leon Panoncillo und jetzt werden sie richtig wach.
Jawohl, mach so weiter. Reingehen und den linken Haken. Zweimal von Jepper, aber beide Male nicht im Ziel. Dafür der Haken von Tabanas. Wieder dazwischen gesprungen. Arthur Mercante Jr. Also die Runde geht auf meinem Punktzettel an Tabanas, was immer das am Ende auch bedeuten wird. Worte an die Adresse von Jepper. Körper ist alles, was über der Hose ist, nicht runter. Also zumindest nicht im Boxring. Also den Schönheitspreis gewinnt dieser Kampf mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Da wird viel gehalten, viel geschoben. Und ich glaube, Nelson Jepper, der könnte das hier deutlicher gestalten, besser, aus seiner Sicht besser machen, indem er einfach sich mehr auf seine boxerische Linie verlässt und mehr mit der Führhand arbeitet. Aber er lässt sich da auf diesen Schlagabtausch ein, auf die Schlagkombinationen, auf die Hakenserien von Tabanas. Und ich weiß nicht, ob er da gut beraten ist. So, wieder beide mit den Köpfen. Gut dazwischen gesprungen von Arthur Mercante Jr. Man hatte hier in der Woche so ein bisschen den Eindruck, das Team von Andy Tabanas geht davon aus, dass man sich diesen WM-Gürtel hier eigentlich nur abholt und dass Nelson Jepper kein wirklicher Gegner sein würde. Das war wohl die Vermutung. Und man kann jetzt hier auf jeden Fall deutlich erkennen, so leicht wird das auf keinen Fall. Versucht irgendwie ranzukommen, sich reinzudrehen. Andy Tabanas will zum Körper, aber Jepper dreht und windet sich mit, hält dann den Ellbogen vor die Körperpartien. Dann versucht es Tabanas mit dem Aufwärtshaken und beide immer ganz nah mit dem Kopf beieinander. Hoffentlich gibt es da keine bösen Verletzungen. Die fünfte Runde. Mighty Might, die mächtige Maus, Andy Tabanas, 1,57 Meter. Die kleinsten Boxer, die je Weltmeister waren, waren so 1,48 Meter. Also ein bisschen Spiel ist da noch, aber man sieht, es gibt auch größere Leute. 1,62 Meter ist für das Halbfliegengewicht schon bei einer Kategorie Bohnenstange. Thank you.
versucht die Lücke ohne Kontermöglichkeiten zu bieten. Andy Tabanas versucht ranzukommen. Ab und zu kommt jetzt die Führer und er wartet dann auf die erste Aktion von Nelson Jeppa und dann springt er ran. Also mächtige Maus, eher eine Springmaus. Schwächeanfall bei Andy Tabanas. Gute Kombination jetzt von Nelson Jeppa. Er reitet immer ganz gut vor mit der Führung, aber er kriegt dann die Rechte nicht unter. Und das liegt daran, weil er den vorderen Fuß nicht umstellt. Er bringt sich da selbst in eine eigentlich gute Schlagposition und nimmt sich dann selbst wieder die Möglichkeit, wirklich voll zu treffen, weil er dann überdreht ist in der Hüfte und einfach den Schlag nicht ins Ziel bekommt. Am Ende war es besser. Wenn er die Rechte mehr als Haken schlägt, dann kommt sie durch. Was sagt Don Felix, Papa Trinidad? Ähnlich unsauber, ähnlich unspektakulär verlief der Kampf von Tabanas gegen Falan Sakirin. Und das war am Ende ein Unentschieden. Ich will hier nichts beschreien. Aber es ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, diesen Kampf hier bislang zu werten. Melvina Lathan, William Hutt und Chick Hill. Das sind die drei Punktrichter. Aber dennoch klare Instruktionen von Arthur Mercante Jr. Also die Weltmeisterschaft im Halbfliegengewicht 108 amerikanische Pfund oder umgerechnet 48,988 Kilogramm. Beide hatten mit diesem Limit kein Problem. Tabanas 48,7 und Jeppa 48,5 Kilogramm. Wozu George Foreman gesagt hat, 48,5 Kilogramm, das ist das Gewicht meines durchschnittlichen Abendbrots. Blaue Hose also Andy Tabanas. Und er gilt als Favorit in diesem Duell. Er ist kleiner, insgesamt 5 cm, aber hat die sehr viel stärkeren Leute geboxt, die größere Erfahrung.
hat gegen den besten Mann in diesem Limit, gegen Ricardo Lopez geboxt, in der 12. Runde verloren, damals um den WBC-Titel, aber gegen Ricardo Lopez überhaupt in die 12. Runde zu kommen, ist aller Ehren wert. Danach ein Unentschieden gegen Manny Melchor, hat er dann in einem Rematch geschlagen. Und zuletzt Siege im Jahr 2000, vor allen Dingen in Asien, also gegen schwer aussprechbare Namen. Das Publikum natürlich hier mehr auf der Seite von Nelson Edjepa. Es gibt hier eine ganze Menge Puerto Ricaner in New York, klar. Und die feuern natürlich Felix Trinidad an, den Junior, und sie feuern demzufolge natürlich auch den Vater an und demzufolge auch Nelson Edjepa. Ein guter Versuch von Tabanas, auch wenn das vorbeiging. Das ist das, was man eigentlich erwarten darf, dass er sich noch kleiner macht und versucht heranzuschieben, dann mit seinen Haken zu arbeiten, während der Mann mit der längeren Reichweite, Nelson Jepper, natürlich versuchen muss, erstmal alles in Ruhe mit der Führhand aufzubauen. So ähnlich wird das nachher auch im Kampf sein zwischen Hopkins und Holmes. Rechte. Und der linke Haken zum Körper. Wenn man davon ausgeht, dass der Kampf vielleicht über die volle Distanz von 12 Runden gehen wird, dann ist diese Taktik, zum Körper zu gehen, keine schlechte Idee. Es kam der linke Haken ins Ziel von Andy Tabanas im Rückwärtsgang. Und Arthur Mercanti zählt das nicht als einen Niederschlag. Er sagt, du hast nachgeschlagen, also nach dem Break-Kommando. Aber was ist da los bei Nelson Jeppa? Maxim Gorres, der Cheftrainer von Andy Tabanas. Da war die rechte, dann kam die Umklammerung, es kam das Break-Kommando und der linke Haken. Also da war mit Sicherheit auch ein bisschen Schlagwirkung dabei. Da bin ich jetzt gespannt, wie das weitergeht für Nelson Jeppa. Für Sie noch der Hinweis, wie es hier weitergeht. Also der Mittelgewichts-WM-Kampf wird gegen 5 Uhr deutscher Zeit anfangen. Also eine halbe Stunde können Sie vielleicht noch überlegen, ob Sie nochmal zurück ins Bett gehen oder Kaffee kochen. Sie sollten vielleicht aber hier dranbleiben. Das kann ein hochinteressantes Duell werden. Aber nur, dass Sie für sich die Planung haben. Also 5 Uhr ist der Zeitplan, der uns hier gegeben wurde. Auf jeden Fall die Rechte bei Nelson Jeppa jetzt sehr viel höher als in der ersten Runde. Schon ein bisschen vorsichtig geworden wegen des linken Hakens. Thank you.
links, rechts kommen.